Das ist diesmal der Hunter. Nee, einen Krieger haben wir auch noch dabei. Mensch. Was haben wir denn alles dabei? Wir haben Krieger, einen Mönch und ein Krieger, Mönch und ein Krieger. Krieger, Mönch und ein Hunter. Genau, so, jetzt habe ich alles. Haben wir dabei jetzt erstmal. Genau, lassen Sie nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich weiß was wie ein Mario oder so. Ein Priester, also ein Priester haben wir, einen Heilpriester, aber kein Shadow Priester. Okay, auf dem Level kann man eh noch nicht Shadow spielen. Naja, obwohl doch schon, aber halt noch nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, ob die Leute dann schon seine Schuhe steigen oder so. Ich kann das noch nicht tun. Das ist immer noch auf. Alter, ich hab hier Herausforderung. Kommt schon da hinten, die chillen erstmal beide, ey. Das ist nicht so ernst. Hab ich schon wieder einen Chill erstmal alle wieder leben. Denken sie auch, ja. Der Evil macht das schon wieder, das Ganze. Der Sieg-Evil. Aber ganz ehrlich, nee, alleine kann ich mich hier nicht mit der Defias angeben. Vor allem mit der Vollstreckerin. Da brauche ich wohl doch irgendwie noch mal ein bisschen Hilfe. Etwas anvisieren. Ja, anvisieren. Ich visiere dich gleich mal an. Zinnader haben wir jetzt hier. Oh, das kann ich auch schon mitnehmen. Perfekt. Ich hier schon alles mitgehen lassen kann. Ups. Ich glaube, der Mensch wollte das auch mitgehen lassen, aber da war ich wohl einen Tick schneller. So, Kanone der Defias. Die Kanone war mit einer explosiven Ladung versehen. Okay, früher musste man da eigentlich noch mal die Ladung erst besorgen. Oder noch oben an der Ecke. Ich habe zu wenig Energie. Okay, aber es scheint ohne Kiss hier einfach zu haben. Das lässt immer noch auf. Sie haben links einfach ihr Kind gerecht gestaltet, sodass man wirklich schon mit Level 12 im Alter von 12 Jahren spielen kann. Ja, Mensch, jetzt sage ich ja schon mit Level 12. Soweit geht das schon. Und welches Level bist du so? Ich frage es auf der Straße. 100 Level 18 geworden. Ach. Na, GZ würde ich sagen, ne? Ich kann das noch nicht tun. Und was machst du jetzt? So, ich gehe gleich noch bezirken. Kaufe mit deinem Dürren-Döner. Wie viel kostet der? Ich glaube 4 Gold 10 oder so. Alles klar. Kannst du mir jetzt mal kurz rüberhandeln so vom Ding her? Nee, sorry, ich muss gleich AFK, wird grad schlecht. Okay, egal, dann gehe ich einfach bei dir auf Follow und du führst mich dahin, okay? Ja, okay, kein Ding. Sind ja eh in der Gilde. Von daher. Das meine ich ja, dieses Geschwader-Zieh. Das regt mich auf. Das ist so unnötig. Das ist hässlich. Kreischt hier nur rum und ja, nutzlos. Hält auch für nur unnötig Zeit auf. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt hier fast durch mit der Instanz. Also jetzt nicht wundern. Man kann jetzt auch heutzutage schon hier richtig so die alle auswählen und hier nochmal schnell nachlesen, weil man sich jetzt hier nicht sicher ist, was sie überhaupt können. Und man kann sogar auch die Beute nachgucken. Ist auch ganz praktisch. Da kann man natürlich dann sich so sein perfektes, ja, nicht bereit. Gear, sein Wunschgear zusammensammeln und gucken, ja, die Instanzen müsste ich nochmal gehen, damit ich das und das bekomme. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich kann das noch nicht tot. Das fällt immer noch auf. Boah, da hat einer die Kanone übernommen, ey. So ein Frechter. Da wollen wir mal ein bisschen dichter wegholen von der Kanone. Vielleicht kann die Kanone dann ein bisschen besser agieren. Ich habe zu wenig Energie. Der Eiskalt hier Kanone. Das fällt immer noch auf. Oha, was farmt der denn? Der hat hier gerade eiskalt die Dinger weggefarmt, oder? Saubere Arbeit, würde ich sagen. Saubere Arbeit, Pirat! So gefällt's zu mir. So, jetzt sind auch hier oben die beiden. Das fällt immer noch auf. Na, die können wir hier schon ein bisschen runterslowen. Holen wir uns hier oben noch frei. Ich kann das noch nicht tun. Ist ja auch überall nichts dabei. Alter, schafft das locker.
Man sollte bei solchen Aktionen immer ganz klar darauf achten, ob denn da Heiler überhaupt gegen sowas gerüstet ist. Aber wenn, wenn ihr seht, der verliert eh nie Mana. Und ja, das ist alles hier ganz klar unter Kontrolle. Wenn man auch wieder einen Flow, dann kann man da schon machen. Und da keine 1-2 haben. Ich denke, er könnte sogar noch mehr Leute pullen, aber wir wollen es auch nicht vertreiben. So, ja, tatsächlich. Können wir sogar richtig attackieren, mal gucken, ob wir den Boss auch abschießen können. Ja, was gibt's hier noch? 257 Damage macht das, nicht schlecht. Na gut, genug gespielt, würde ich sagen. Zur Arbeit. So, er muss auch mal eine Runde spielen, jeder wie er spielen. Einzelkämpfer. Na, ich würde auch mal gerne wissen, wie hier, wie alt die überhaupt alle sind hier in meiner Gruppe. So vom Durchschnitt hier. Da ist gerade einer runtergefallen, ne? Ja. Das war gerade der Hunter, ob wir auf den warten sollen. Na komm, lauf schnell hier die Runde. Bist auch schnell, roll dich ein bisschen. Dann ist er auch gleich wieder da. Zack, zack, zack. Wir sind ja ein lieber, guter Tank, der auf seine Gruppe achtet. So wie das sein soll. Da ist er schon wieder. Alter, wenn er jetzt hier wieder runterfällt. Was schießt denn der ab? Boah. Na komm. Mach den Sprung. Nee, merkst du nicht? Das soll man nicht können. Man soll da schon außenrum den Weg laufen. Richtig. So. Und das war der Startschuss für das Bierchen. Wir haben jetzt automatisch gepult. Der wird hier auch nichts Gefährliches drauf haben können. Ist ja auch gerade leider schon die Akku verloren. Der Krieger macht da doch noch ein bisschen mehr Schaden. Oh, Nebel zieht auf. Wie gefährlich. Ich krieg ja richtig Angst. Was kommt denn jetzt? Etwa Gespenster? Oh, ein Spukgespenst. So, wieder zurück hier mit ihm und bam bam bam, weiter geht's, Leute. Wir werden uns hier weiter metzeln mit den Kleinen, aber das war's auch schon. Der Damage hat wahrscheinlich von unserer Gruppe. Dass wir hier immer von Phase zu Phase switchen. Au! Wer bellt denn? Wer jault denn hier so? Au! So, das wird auch das letzte Mal jetzt sein hier, dass wir in dieser Phase nochmal gehen müssen. Ich reiß euch das Herz aus der Brust! Ihr bitte? Das ist aber schade. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin noch nicht bereit. Ich werde hin. Wenig Energie. Alter, wo läuft er denn gerade hin? Ich bin außer Reichweite. So, das ist mir aber anders bekannt gewesen. Wo ist denn der hin? Wegen dem Hunter da unten? Lol, wir haben das irgendwie gerade jetzt verkackt oder so. Wie ist denn das denn zu verstehen? Alter, ist unser Hunter irgendwie ein bisschen blöde? Achso, weil... Weil unser Hunter hat es gerade gefehlt. Na geil. Der ist da runtergefallen und ja. So, haben wir ihn aus dem See wieder gleich gepult. Gut, unser Hunter, ich weiß nicht, wie er es angestellt hat, auf jeden Fall ist er da runtergesprungen. Und hat somit den ganzen Boss vielleicht nochmal resettet, weil der Boss wollte ihm folgen. Und ja. Immer die Ads machen, wo kommen, ja klar, machen wir auch immer schön brav. Nicht genug Energie. Jetzt fehlt das natürlich ein Damage-Dealer. Ich habe zu wenig Energie. Also natürlich spüren Typen uns jetzt hier nicht. Kriegen jetzt auch welche Heilung rein. Mehr als genug. Ich kann das noch nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten. Nicht genug Energie. Hey, ich bin ein Ziel. So ein bisschen das Gefühl, dass der Krieger irgendwie abspottet oder so. Ich glaube, das kann er auf seinem Level noch gar nicht. Ist der Schurke auch down gegangen? Der Schurke ist auch down. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ah ne, der Mönch. Entschuldigung, jetzt verwechsel ich das schon wieder. Das ist natürlich der Mönch. Ich sehe immer nur Energie und dann denke ich mal gleich an Schurke. Aber so ist es ja gar nicht.
Also so angestellt jetzt in so einer Low-Ini habe ich mich ja selten, muss ich ehrlich zugeben. Naja, aber das scheint wohl auch dazu zu gehören. Können wir ein bisschen jetzt hier chillen, das gegnerische oder das Equipment von unserem Kollegen inspizieren. Und es ist ganz klar hier kein Wunder, warum der nicht umgeht, denn für jeden Mob, den er getötet wird, kriegt er erstmal 2% Mana, das heißt insgesamt 4% Leben. Und ja, so, da kann man ein bisschen da zurück. Komm ein bisschen zurück. Fahr mal deinen Hintern da, dein Hinterteil ein bisschen ein, nicht, dass er wieder ein bisschen Puls. Und für alle, die jetzt hier reinlaufen, das wird natürlich da jetzt gleich der Hunter sein. Der wird da am Anfang jetzt gleich den Teleporter verwenden können. Und unsere Priesterin hat hier auch irgendjemand geredzt. Vom Ding her ein Battle Reds, okay. Das hatte wohl gut geklappt. Und, oh, perfekt. Die Idee war klasse. Ja, das hat super hingehauen, dass der, wo man den Battle Reds herbekommt, ist ganz klar von. Den bekommt man von, ja, von seiner Gilde als Fähigkeit, wenn man da halt ein höheres Level ist für jedes. Es gibt natürlich hier mit der Gilde, kann ich mal zeigen hier, es gibt ja Level 4, es gibt ganze bis 24 und als Gilde kriegt man dann halt so einen Battle Rats. Und ja, den hat er hier halt gerade verwendet. Das war halt recht clever, denn damit wurden alle in der ganzen Umgebung geredzt. Und damit mussten sie jetzt nicht den großen Weg da wieder in die Mühle finden, denn das war gar nicht so einfach. Sondern hat es einfach mal geklappt. Ja, der Krieger ist schon wieder down gegangen, aber es ist auch kein Wunder, weil er die ganze Zeit abspottet. Das heißt, er kriegt automatisch mal die ganze Info. Ich habe zu wenig Energie. Diese Fähigkeit ist noch gut. Ich kriege eure Angst? Naja, so ängstlich sind wir jetzt hier nicht. Beschissenes Rollen? Was macht ihr denn damit? Ich kann das noch nicht tun. Okay. Der Zauber ist noch. Ich euch das Herz auf der Brust. Seht ihr schon, der Priester, der hier langweilt ist schon, der fängt ja schon an mit Schaden zu machen. Der Menge schon seine Dots draufhaut, also seinen Damage over time. Und ja, das war's auch schon mit dem Admiral, den haben wir hier erlegt. Sehr schön. Und hier gibt's eigentlich eine richtig geile Axt, die können wir uns auf jeden Fall auch mal drauf würfeln. Ja, da haben wir auch Bedarf, ganz klar drauf. Für unsere Mainhand, die macht ja wohl doch noch deutlich mehr Schaden. 13,58 und meine jetzige macht gerade mal 7,5, das heißt, sie macht doppelt so viel Schaden. Mal gucken, wie es mit unserem ja, Mates aussieht, ob die auch alle da Bedarf drauf haben. Tötet die Nummer 1 der Defias. So, jetzt haben wir uns in der letzten Szene noch. Ich weiß gar nicht, warum sie alle da gucken. Captain Krümmel, der müsste doch. Ah, ne, der müsste da unten sein. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Früher lief der mal da unten rum, aber eigentlich neuerdings wird eigentlich hier oben immer gekillt. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen ja, hin und her gerissen. Massenwiederbelebung schon wieder aktiv. Nochmal kurz nachfragen, wird ja schon irgendjemand von euch hier wissen. Da war er, da in der Hütte, da chillt er. Da, irgendwie sowas wusste ich doch. Okay. Ab in deinen kleinen Kopf da rein. Und dann kann es auch losgehen. Der rückt dir uns das Ganze mit Essen ab, das Schwein. Hier noch die DPS-Grube und ja, dann sind hier schon unser Priester macht Glück damit. Der langweilt sich irgendwie genau. Aber unser Krieger macht ganz klar ein bisschen viele Fehler. Wenn man das hier mal hier so bemängeln darf, denn ja, er haut andauernd irgendwelche Spells raus, womit er sehr viel Aggro aufbaut. Zum Beispiel auch mit seinem Kampfgebrüll, das ist eigentlich auch zum Aggroaufbau, aber okay. So, das Korsarenüberhemd, das brauchen wir nicht. Wir haben gerade Level 17 erreicht. Ich sag's ja, das geht richtig ab hier vom Level her.
Und ja, das heißt, wir haben jetzt nämlich anderthalb Level hier drin gemacht. Hier kriegen wir jetzt noch ein Zweier. Ah, nee, ein Einhänder, auch perfekt. Das heißt, wenn wir den alten jetzt nicht bekommen haben, dann würden wir jetzt einen bekommen. Was war mit dem alten? Hat der Wert den bekommen? Können wir mal alles hier nachgucken. Ah, da scheinen wohl alle noch gar nicht drauf gewählt zu haben. Okay, Dratox bekommt jetzt hier den Einhänder. Ist auch mir schon wieder so ein Rätsel, warum, ja okay, ich kann ihn auf zwei Einhänder spielen, aber es macht beim Krieger eigentlich nicht so viel Sinn. Ja, der muss wohl doch ein bisschen was lernen, glaube ich. Vor allem in der Gruppe und so Verhalten etc. Aber egal, möchte mich jetzt nicht drüber aufregen, ist auch noch alles hier am Anfang. Verschwendet nicht meine Zeit. So, 5 Dungeon Quests abgeschlossen, unseren ersten richtigen großen Erfolg. Haben wir schon den einen oder anderen hier gesammelt, was haben wir denn schon so? Ja, es sind jetzt hier Todesminen, dass wir den geklärt haben. Das ist aber jetzt das Problem, dass natürlich jetzt hier alles immer reingefasst wird. Also meine gesamten Erfolge von unserem gesamten Account wird hier ineinander gefasst. Und da habe ich natürlich schon jede Ini geklärt, weshalb der jetzt nichts groß Besonderes ist. Ja, die Ini werde somit geklärt. Alles fertig. Wir haben an dem Admiral getötet. Fehlt doch eigentlich nur noch... fehlt da nicht noch einer? Eigentlich fehlt da doch noch hier... Hatten wir den auch getötet? Egal. Aua, 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 aua. Jetzt habe ich aus Versehen hier gerade auf Sortieren gedrückt und jetzt hat er das mir mal alles ganz kurz hier sortiert. Sieht ja auch mal ganz gut aus so. Okay, dann machen wir, verlassen wir als erstes hier die Gruppe. Ja, das hätten wir getan. So eins nach dem anderen jetzt. Ich muss hier auch erstmal ein bisschen wieder reinkommen. Ist gar nicht, ist ein bisschen das Gefummel hier. Und so, jetzt haben wir ja noch unseren Kolben bekommen. Den haben wir hier oben, den können wir erstmal anziehen. So, jetzt haben wir hier einen Kolben und einen Säbel. Und haben jetzt hier noch eine besondere Tüte bekommen. Da sind eigentlich auch immer richtig geile Gegenstände drin. Mal schön, was wir hier diesmal haben. Okay, ein Umhang, der ist eigentlich auch mal richtig passend zu unserem Level. Aber leider mit Intelligenz, Ausdauer und Willenskraft, also eher für einen Heiler, nicht für mich gefasst. Und somit habe ich da leider keinen Bedarf für. Mann, 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 also mit diesen Inis, da ist noch immer ein bisschen durcheinander. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir das in Zukunft machen werden. Ich glaube, wir brauchen da echt ganz klar Gesprächsthemen oder sonstiges, denn sonst, ich weiß nicht, kann das doch für den einen oder anderen ein bisschen langweilig sein. Zumindest für die, die schon die Inis kennen. Und ja. So, wir müssen uns jetzt die Karawane zum Wegkreuz, das ist unser nächstes Ziel. Da müssen wir uns jetzt auf den Weg machen. Und ja, das wird auch das Letzte sein, was wir dann erstmal jetzt für heute machen. Wenn wir angekommen sind, dann machen wir da erstmal ein Nickerchen, würde ich sagen. Hauen uns da in die Haier. Ja, ruhen wir uns mal ein bisschen aus, unsere Bären tatzen. Wir können ja auch nicht den ganzen Tag immer aktiv sein. Haben jetzt schon so viel erledigt, Level 17 schon. Ja, das ist auch eigentlich schon mal ein ganz akzeptables Level, womit wir auch hier in dem Gebiet schon recht hoch stehen gegenüber diesen Gegnern. Aber das Brachland werden wir auf jeden Fall schön komplett durchquesten, denke ich mal, auch wenn wir vielleicht ein bisschen hoch jetzt sind irgendwann mit dem Level her. Aber das juckt mich nicht. Das wird trotzdem komplett geklärt. Es sei denn, ihr mögt jetzt natürlich jeden Dungeon erstmal machen, dann hätten wir jetzt auch den Flammschlund zur Auswahl. Die Höhlen des W-Clans, Burg Schattenfang noch, also was halt, ja, man schon fast pro Ini nochmal jedes Mal ein Level rechnen könnte. Und somit wären wir dann jetzt schon Level, ja, 18, 19, 20, würden wir schon Level 20 sein. Und mit Level 20 ist das Gebiet ehrlich gesagt noch ein bisschen dann auch schon fast zu low. Weshalb, ja, ist es eure Entscheidung. Sagt mir bitte, wie ihr weiter fortfahren wollt. Eher die Inis oder wollt ihr lieber hier schön die Quest sehen, durch die Lande streifen? Was wollt ihr lieber? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Und ja, jetzt ist ja der Flugmeister. Den Flugpunkt haben wir schon. Den müssen wir nicht noch unnötig groß entdecken. Ich hau mich jetzt hier ins Gasthaus. Das müsste jetzt hier links auf der Seite liegen. Und ich sage, ciao, Leute. Haut rein. Bis dann. Und ich freue mich wieder, wenn es heißt, Let's Play World of Warcraft, Mist of Pandaria.